Moin zusammen und willkommen zum dritten Spieltag der NNHL Season 3. Heute geht es für das Team von Lightspeed Luxray gegen das Team Mach erstmal die Basics vom guten Terrakrog. Und dann schauen wir uns doch mal an, was die Basics da womit die Basics so aufwarten können. Wir sehen ein Pixie, ein Megamedi-Talis, ein Dragoran, ein Nidoqueen, ein Cresselia, ein Shaman, ein Lavados, ein Lantern, ein Sneeble, ein Voluminas und ein Zwirklub. Okay. Ja, da haben wir so ein bisschen was potenziell Problematisches dabei. Ich hatte Sneeble in der letzten Season auch und war an sich sehr zufrieden damit. Hat es dann trotzdem zum Halbzeitdraft rausgeworfen, weil es in den kommenden Matchups nicht mehr so gut aussah. Aber ja, dann wollen wir doch mal gucken, was wir da so dagegen mitnehmen. Und das Erste, was wir dagegen mitnehmen, ist natürlich mal wieder unser Ziraura. Als S-Tier sollte das eigentlich so oft wie möglich dabei sein. Und es sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Aber wir spielen es diesmal nicht physisch, sondern speziell. Um potenziell Terrakrog so ein bisschen zu verwirren, was unseren Schaden angeht. Und um eventuell das Dragoran, nachdem die Multischuppe angeknackst ist, mit der Hidden Power Eis ordentlich hart zu treffen. So, gehen wir doch mal drüber. Wir haben den Voltswitch drauf, weil, ganz ehrlich, wir sind das schnellste Mon auf dem Feld. Natürlich haben wir, haben wir irgendeine Switch Advantage drauf. Wir haben die Hidden Power Eis drauf, wie gesagt, für unter anderem das Dragoran. Und wir haben drauf den Thunderbolt als starken Step. Und ja, als letzten Move hat Terra noch gesagt, hey, ganz ehrlich, mit dem Ding machst du gegen Cresselia halt so quasi gar nichts. Packen wir noch einen Toxic drauf. Dann kannst du damit zumindest einen Toxic rund, dann kannst du das Ding wenigstens toxicen und auf den Timer setzen. Dann meine ich, okay, mach doch. Ansonsten, ja, der Speed reicht, um Sneeble zu outspeeden, wenn wir Modest spielen. Ansonsten Full Spets Attack und den Rest in die Def, weil, ja, warum nicht? So. Als nächstes haben wir den Dino Bro. Unser Bisaflor. Bisaflor sieht vor allem so gegen Pixie ziemlich nice aus. Weil auch wenn Pixie irgendeine Psycho-Attacke mitnimmt, macht die halt so 30-40%. Das ist tatsächlich relativ niedlich. muss ich so sagen. Der Psyshock macht, glaube ich, ein bisschen mehr als die Psychic, weil wir halt voll Spätstef sind. Aber ja, wie gesagt, 30-40% irgendwie sowas in dem Dreh. Und das sollte jetzt nicht so großartig relevant sein, denke ich. Ansonsten, grundsätzlich haben wir da drauf die Sludge Bomb für Pixie in erster Linie, zugegebenermaßen. Natürlich auch für Shaman. Wobei Shaman wahrscheinlich nicht in uns drin bleiben wird, denn das kann uns nichts. Also so gar nichts. Von daher, aber trotzdem, nö, einfach mal drauf. Giga Drain als zweiten Step, der uns dann auch noch ein bisschen mit gegenheilt. So für Lantern zum Beispiel. Und Voluminas, falls es mitkommt. Dr. Scissor hat es jetzt nicht wirklich gesehen, dass es mitkommt. Aber hey, vielleicht kommt's mit und ne, dann kann der Giga Drain auch da ganz gut Schaden drücken. Gegen Nidoqueen ist der Giga Drain neutral, ist also auch nicht so verkehrt. Jo, kann man machen, sag ich mal, kann man machen. Und dann noch die Synthese, um uns sinnvoll hochzuheilen. Und ein Toxic, das durch unseren Gift-Typ nicht verfehlen kann. Ja, was will man mehr sagen, ne? Das Toxic natürlich auch wieder gegen die Stall-lastigen Monster wie Cresselia. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch.
Dann kommen wir zu Gengar. Hat diesmal die Culberberry dabei. Das ist die Anti-Unlichtbeere. Wenn Sneeble in Gengar reinkommt, rauswechseln zu können, ohne an der Verfolgung zu sterben. Das ist so der Plan. Um drin bleiben zu können, ohne an der Verfolgung zu sterben. So rum. An einem Knockoff würden wir trotzdem sterben. Wenn das Sneeble Bandit ist zumindest. Aber das ist dann halt so. da kann man halt relativ wenig machen. Wir haben auf diesem Gengar drauf den Shadow Ball, weil Gengar plus Shadow Ball macht immer Schaden. Das macht sogar einem Cresselia ziemlich guten Schaden. Von daher nehmen wir das mit. Sludge Wave, weil ist ein bisschen stärker als die Sludge Bomb und das Gift ist uns hier eigentlich relativ egal. Vor allem, weil Shaymin mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Heal Bell dabei haben wird. Deswegen, nehmen wir hier lieber den Schaden mit. Wir haben den Dazzling Gleam, der Sneeble viel Schaden macht, der Miditalis auch viel Schaden macht, wenn es reinkommen sollte, der Dragoran sowieso viel Schaden macht. Und als letzten Move den Nasty Plot, denn wenn wir mit Gengar irgendwas rausgehen und in der Situation dann Nasty Plot drücken, dann machen wir in der nächsten Runde erstmal ordentlich Schaden. Und das sieht gar nicht mal so verkehrt aus, finde ich. Ansonsten, der Speed reicht wieder genau aus, um Sneeble zu outspeeden. Eben nicht um Sneeble zu outspeeden, sondern um Shaymin zu outspeeden. Weil wir ja langsamer sind als Sneeble, von Natur aus. Und ja, wir sind halt einen Punkt schneller als Shaymin bzw. Mega Miditalis. Und dann Rest in Spitzangriff und HP, weil wohin sonst? Wohin sonst so wirklich? Wir haben Keifel wieder dabei als nächstes. Mit Evolit natürlich. Was anderes spielt man auf Keifel? Klar, man kann mal ein Choice Band draufpacken, um noch mehr Schaden zu drücken. Aber Evolit und Thick Fat ist so eine geile Kombination, weil man halt selber echt wenig Schaden frisst. Vor allem durch die hohe HP-Basis. Das ist schon nett. Das ist schon nett. Dann haben wir drauf den Ice Shard, den Icicle Spear, Stealth Rocks und den Rock Slide. Ice Shard, um an Dragoran viel Schaden zu machen, wenn wir in Dragoran reinkommen müssen. Wenn Dragoran also potenziell schon Setup-Möglichkeiten hatte, dann macht der Ice Shard ziemlich guten Schaden. Ansonsten der Icicle Spear, der macht auch verdammt guten Schaden gegen Dragoran. Und wenn Dragoran die Multischuppe noch hat, knackst der erste Hit die Multischuppe an und alle weiteren machen vollen Schaden. Das ist halt auch sehr nice. Stealth Rock sieht gegen das Team ziemlich, ziemlich gut aus. Allein Sneeble hat keinen Bock auf Stealth Rocks, Lavados auch nicht und Dragoran auch nicht. Wobei Dragoran höchstwahrscheinlich die Heavy Duty Boots tragen wird, um eben die Multischuppe durch Rocks nicht angeknackst zu kriegen. Aber das heißt dann aber auch, dass die Duty Boots nicht auf Lavados liegen können. Und Lavados kriegt dadurch 50%. Das ist doch auch nicht schlecht. Von daher, Stealth Rocks immer eine gute Sache. Und der Rock Slide auch gegen vor allem Lavados. Aber auch Dragoran macht ja ganz guten Schaden. Sneeble kriegt dadurch guten Schaden. Der Rest kann halt auch flinchen. Ne? Von daher, nehmen wir es mal mit. Nehmen wir es mal mit. Dann haben wir Zubiris. Ich habe Mega Meditalis im Matchup gesehen und wusste, okay, Sneeble muss mit. Zubiris muss mit. Denn Zubiris ist quasi ein Hard-Counter gegen Mega Meditalis. Klar, der kann halt noch irgendwelche
irgendwelche der Elementar-Punches dabei haben oder sowas, die zu Beerus dann auch schaden können. Aber er kann keinen seiner Steps drücken. Wir sind immun sowohl gegen Fighting als auch gegen Psychic. Auch sein seine ich habe den Namen der Attacke vergessen. Sehr schön. normal Prio-Move, der dich automatisch flinchen lässt. Wie gesagt, ich habe gerade den Namen vergessen. Auch den kann er halt gegen Zubiris nicht drücken. Das heißt, wir können mit Zubiris eigentlich safe jederzeit in Mega Meditalis reinwechseln. Und uns passiert halt nichts. So. Das ist schon mal sehr nice. Dann tragen wir den Rocky Helmet. Denn Sneeple hat so ein paar Multi-Hit-Attacken, die uns treffen können und durch die Sneeple dann ordentlich Schaden bekommt. Terrakrok hatte im letzten Spieltag, in Spieltag 2, in seinem Match den Beat-Up mitgenommen, der halt, wenn das ganze Team noch lebt, 6-mal trifft und 6-mal auf einen Rocky Helmet raufhauen, tut weh. Das tut richtig weh. Wir sind auch voll für Steph, um genau solche Sachen abzufangen. Ansonsten hat er halt auch einen Triple Axel jetzt dazu bekommen. Der kann halt bis zu 3-mal treffen. Selbst wenn er 3-mal trifft, killt er uns nicht mit 2 Attacken, wenn wir Recover drücken. Nein. Muss ich anders angehen. Also. Sneeble drückt Triple Axel, trifft uns 3-mal, kriegt 3-mal Rocky Helmet Schaden. Wir drücken Recover, sind durch Prankster früher dran, können uns heilen. In der Situation schafft es Sneeble nicht, uns mit 2 Treffern vom Triple Axel zu killen. Er bräuchte den dritten. Das heißt, auch in der Situation kriegt er safe 6 Hits vom Rocky Helmet ab. Was verdammt nice ist. Und das ist doch gar nicht mal so schlecht. ansonsten als Moves haben wir drauf den Recover, die Zugabe, um zum Beispiel so ein Cresselia in Carmines reinzulocken, um ein Dragoran in Dragon Dances reinzulocken und dann müssen die halt raus. Ne, da müssen sie rauswechseln, weil ansonsten machen die halt nichts anderes. Und wir können mit Knockoff und oder Nightshade dann ein bisschen Schaden drücken. Und das wollen die halt auch nicht so sehr. Ja, der Knockoff ist drauf, weil ist ein sehr guter Utility-Move. Kriegt nochmal Stab, auch wenn das ohne Angriffsinvestment jetzt nicht so wichtig ist. Oh, ich sollte hier aber noch von einem Minus-Angriff auf einen Minus-Spätzangriff-Wesen gehen. Damit der Knockoff ein bisschen mehr Schaden macht, weil wir brauchen den Spätzangriff nicht. Gut. Ansonsten, wie gesagt, Full Fist-Dev, ein bisschen den Rest in den Spätz-Dev. Und damit hält Zubiris auch ganz gut was aus. Und dann als letztes haben wir Sichler dabei. Techniker mit den Heavy Duty Boots. Ohne auflockern, denn das ist uns relativ egal gerade. Das ist uns hier relativ egal. Aber wir spielen den Dual Wingbeat. Neue Attacke, 40er Flugattacke, die 2-mal trifft. Das heißt, durch Techniker hat jeder Hit entsprechend 60 Schaden statt 40. Oder eine 60er Stärke statt 40. Sprich, das ist ein 120er Step. Den Sichlor sehr, sehr gerne gegen sowas wie Shaman rausbringt. Gegen Mega Meditalis rausbringt. Die kriegen da alle ziemlich guten Damage von. Ansonsten haben wir einen U-Turn. Diese U-Turn macht ungeboostet, da sie Step bekommt,
gegen ein reinkommendes Sneebel 130% mindestens. Sneebel hat einfach absolut keine Def-Werte. Es ist so krass. Ja, also, ne, die U-Turn halt gegen Sneebel, also gegen ein reinkommendes Sneebel sehr effektiv. Gegen Cresselia kann das gut genutzt werden und ansonsten halt auch einfach, um sich selber zu verziehen und was Sinnvolles reinzuschicken. Einen Joost, um uns ein bisschen heilen zu können. Sword Stance, um sowohl unser Dual Wing Beat als auch unsere U-Turn noch ein bisschen zu verstärken, falls die noch nicht stark genug sein sollten. Und ansonsten haben wir genug Speed, um Mega Meditalis und Shaman zu outspeeden. Wir haben Full Attack und ansonsten den Rest in die HP. Und ja, damit bin ich der Meinung, sind wir gegen das Team von Terrakrok ziemlich gut aufgestellt. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie es im Match aussieht. Und das bekommt ihr jetzt gleich zu sehen. So, und da ist dann auch schon die Herausforderung von Terra. Dann wollen wir doch mal Team auswählen, akzeptieren und dann schauen wir doch mal. So, tippen kann ich schon mal nicht, das ist gut. So, wir sehen da Pipi, Mega Meditalis, Sneebel, Zwirklob, Lavados und Lanturn. Dass Lanturn mitkommt, das war mir klar. Okay. So, jetzt ist die Frage, gehen wir auf Luxtra? Oder predikten wir, dass Mega Meditalis vorne stehen wird und gehen gleich auf Zubiris. Genau, Luxtra, komm. Oh, es kommt ein Mulches. Okay. Ich meine, der offensichtliche Play von ihm wäre jetzt, um Lanturn zu wechseln, um meinen Volt Switch abzufangen. Predikten wir das. Ja, komm. Predikten wir mal. Predikten wir jetzt gerade mal den offensichtlichen Play. Und der kommt nicht. Okay. Ja, und der Willow ist mir scheißegal. Der Willow ist mir so egal in diesem Match. Die Frage ist, macht er jetzt den offensichtlichen Play? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Riskiere ich's? Ich denke, ja, komm. Ja, jetzt kommt der offensichtliche Play. Okay. Ich war mir unsicher. Na, komm. Clefable, ja, das ist mir egal. Komm, da schmeißen wir jetzt mal eine Sludge-Bomb. Dem schmeißen wir eine fette Sludge-Bomb in die Fresse. Oh, und in dem Zusammenhang, ne, da ist kein Dragoran. Meine HP Ice ist voll für den Arsch. Yay. Naja, egal. Okay.
Natürlich kriege ich die Poison. Natürlich kriege ich die Poison. Wow. Okay. Okay, okay. So, das klappt. Du bist keine physische Wall. Oder? Du könntest noch eine physische Wall sein. Und trotzdem nur 10% kriegen. Weil deine Verteidigungswerte sind sowieso kacke. Also, um dagegen zu kämpfen, sind sie kacke. Aber du machst mir halt auch nichts, ne? Und du bist gepoisoned. Geh mal trotzdem auf Sableye. Es kommt ein Willow, ja, der ist mir egal. Und der ist mir sowas von wurscht. So, bleibst du drin? Ist jetzt die Frage. Bleibst du drin? Für den Fall, dass ja Onkon wird. Okay, er bleibt nicht drin. Na gut, meinetwegen. Dann halt nicht. Denn halt nicht. So. Leider haben wir ihm jetzt natürlich schon unseren Encore verraten. Okay, der Moonblast killt mich. Daran habe ich natürlich wenig Bock. Also. Gehen wir wieder in den Dino Bro. Batten Pest, okay. Kein Ding. Gar kein Problem. Medicham. Ja, und wieder zurück. T-Punch. Aua! Warum tut der weh? Warum tut der so sehr weh? Igitt. Igittigitt. Das ist ja nicht schön. Okay. Okay. So, Sneasel. Du machst mir nicht genug. Also knockriff ich gegen dich eine Runde. Okay. Ich will wissen, was hast du für ein Item. Banned. Okay, du warst wirklich banned. Ja gut, jetzt machst du mir halt gar nichts mehr. Au. Oh. Ja, gut, dann, das war dumm. Das war tatsächlich dumm von mir. Das war nicht allzu klug. Zugegebenermaßen. Aber das passt schon irgendwie. Das kriegen wir schon hin, denke ich. Ich meine, das Sneeble macht gegen Bisafleur halt nichts. So. Das macht gegen Bisafleur jetzt, wo das Choice Band weg ist. Ja gut, der Icicle Crash, wenn er den drauf hat, macht immer noch 51 plus 61. Aber die Sludge Bomb macht halt auch gut Schaden. So, von da, und der Giga Drain genauso.
So, und wow. Wow, das Klops hat gut Schaden durch mein Giga Drain bekommen. Ja, dann machen wir das gleich nochmal. Und er hat einen Rest. Och nö. Och nö, okay, das war ein... Oh, das war ein Crit, den er... warum hast du Rest? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Die Frage ist, bist du Sleep Talk? Bist du Rest Sleep Talk? Keine Ahnung. Gucken wir doch mal. Ja, du bist Rest Sleep Talk. Okay. Meinetwegen. Und natürlich kriegst du den Willow. Okay. Okay, ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Das glaub's. So, erstmal gucken. Wir hatten mit Venusaur mit dem Giga Drain 20% gemacht. Du bist nicht Full HP? Oder er hat keinen Evoliten. Eins von beidem. Ah. So. Okay, der Shadow Ball macht wahrscheinlich so um die 50%. Was macht der Shadow Ball gegen Sneebel? Nicht viel. Predikte ich, dass er jetzt mit Sneebel reinkommt. Weil Sneebel ist schneller als Gengar. Und der Knock-Off killt mich. Trotz meiner Culberberry. Ja, komm. Landton, okay. Na, oh, meinetwegen. Meinetwegen kommst du mit Landton rein. Und das Ding ist relativ spätzlich investiert. Ach, natürlich. Ach, natürlich. Na komm. Zumindest habe ich ihm jetzt gesagt, ey, du möchtest nicht ins Sneebel rausgehen. Okay, ja, und jetzt kommt Sneebel. Und auf der Range tank ich Sneebel natürlich nicht. Ja, da kommt Sneebel. Ach Mist. Damn it. Nee, muss sein. Ja, der Knock macht nichts. Und ich kann eigentlich relativ safe wieder auf den Giga Drain gehen. Komm. Machen wir das. Mhm.
Und wen geht er raus? Weil er wird rausgehen. Ich meine, dann könnte ich natürlich auf eine Sludge-Bomb drücken stattdessen, ne? Gucken wir doch mal. Das Landturn. Macht der Gigadrain jetzt auch nicht so viel und der wird nicht in Landturn gehen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, komm, gehen wir auf die Sludge-Bomb stattdessen. Das glaubst. Okay, na. Na. Er macht halt nichts wirklich Schaden. Das ist halt das Problem. Ja, das ist halt das Problem, dass er wirklich gar nichts Schaden macht. Sleep Talk Sets, ne? Sleep Talk Sets, wie ich sie hasse. Wie ich sie absolut hasse. Okay. Das Problem ist, ich will keinen Willow abkriegen. Ich will an sich keinen Willow abkriegen. Also mit Pillowswine. Sonst würde ich jetzt in Pillowswine rausgehen. Na komm, muss sein. Und da kommt der Nate Shade. Natürlich. Ach, du Drecksack. Ich hasse dich. Ja, komm. Dann schmeißen wir jetzt wenigstens endlich mal die Rocks raus. Turn 20. Wow. Ja, und da kommt der Willow. Da kommt jetzt der Willow. Der ist halt absolut scheiße. Der passt mir halt so gar nicht im Kram. Aber hey, ist dann halt so, ne? Ist halt so. Das klappt. Jetzt, wo wir burnt sind, machen unsere Attacken halt gar nichts mehr. Gegen das Viech. Hui. Hui. Ja, das ist absolut scheiße. Das ist absoluter Rotz. Nicht gut gespielt von mir. Absolut nicht gut gespielt von mir. Ja, komm. Icicle Spear macht halt echt nichts. Und ja, das ist voll fürs Dev. Das ist ein voll fürs Dev-Set. Ja, super. Okay. Na, jetzt sind wir beide auf dem Timer. Das ist mir relativ wurscht. Und er drückt einfach Synthese. Er drückt einfach Rest, weil er es kann. Und ich ihm nichts tun kann. Das ist absolut furchtbar. Das ist das Schlimmste, was hätte passieren können, ey. Uff. Er kann mich jetzt eigentlich Rest stallen. Er kann mich jetzt absolut Rest stallen. Okay. Ich krieg einen Sword Stance raus. Ich krieg safe einen Sword Stance raus. Immerhin.
Und ich meine, danach mache ich mit dem Dual Beam wieder auch ziemlich guten Schaden tatsächlich. Wow. Ich bin überrascht. Die Frage ist, will ich Swords tanzen? In der Situation. Weil er mit hoher Wahrscheinlichkeit aufs Nibel rausgehen wird. Trotzdem. Mulches. Okay. Okay. Mulches, hm? Moltres. Stirbt mit relativ guter Wahrscheinlichkeit. Ja, dann friss mal. Ah, Flame Buddy. Fuck you. Fuck you. Echt jetzt? Ist das gerade dein fucking Ernstspiel? Uff. Uff. Ich krieg's kotzen, ne? Ich krieg's fucking kotzen. Ui. Ui. Ui, ui, ui. Na komm. Das war absolut furchtbar. Das war absolut furchtbar, dieses ganze Match, ey. Dieses ganze Match ist voll für den Hintern. Ja, natürlich reicht er nicht. Das war klar. Es war klar, dass er nicht reichen würde. Ich hab's trotzdem versucht. Und da er nur geroostet hat, ne? Hätte ich mal auf den Jogslide gedrückt. Naja. Yo, 10% gegen Piepen. Ich krieg's kotzen, ey. Ich krieg das fucking kotzen. Uff. Hey, Cosmic Power Set. Leck mich, ey. Yo, wenigstens gepoisoned, aber das macht eh nichts, oder? Oder? Nee, Poison tickt nicht, ja. Natürlich nicht. Bitte gib mir einen Crit. Natürlich nicht. Warum auch? Hey. Warum solltest du auch kriten? Aber ja, dieses Pixie ist tatsächlich keine Freundin. Absolut nicht, ey. Uff. Komm schon. Komm schon, ein Crit, bitte. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Mir Arschlecken, ey. Absolut Arschlecken. Yo, okay, das wird sogar gebatten passed. Da kommt nicht mal eine Stored Power. Okay. Stored Power kommt jetzt gleich wahrscheinlich einfach von Mega Medichan. Wenn es die kann. Bin ich mir unsicher. Ja, da kommt Mega Medichan. Hm. Mensch, wer hätte damit gerechnet? Ach, Dreck, ey.
Oh, nur ein Zen-Headbutt. Na gut. Ja, es ist aber Wurst. Das Ding ist gegessen. Ja. Sag ich ja. Sag ich ja, das Ding ist absolut gegessen. Wow. Hey, ich hab nochmal Schaden gemacht. Oh boy. Ja, das waren 6-0. Absolut verdient. Das war ein absolut verdientes 6-0. Ich habe es absolut scheiße gespielt. Es ging quasi kein Predict Earth in irgendeiner Form. Und Terra war einfach super vorbereitet auf meine Sets. Ist einfach so. Kann ich nicht anders sagen. Von daher, ja. Hier auch nochmal ein Video. GG an Terra. Und dann danke ich euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Woche zum nächsten Spieltag. Bis dahin und tschüss.